9. Mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentot, Hottentot, Hottentot. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendungen Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verrückter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Herzlich willkommen zur 89. Sendung Hottentot. Heute wartet wieder ein sattes Unterhaltungsprogramm der besonderen Art. Ich verweise nochmal auf die aktuelle Sommerflause und wünsche trotzdem, wie gewohnt, nach wie vor viel Spaß. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hottentot, Hottentot, Hottentot nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel anderer aus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Chartshow aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentot. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten, dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause. Bei Hottentot immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß. Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar, wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love. And this was more than I had ever been afraid of. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it.
Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Sexskandale, die auf der sexuellen Apartheid beruhen. Wochen wurde über einen Sexskandal in Peshawar gesprochen, der von der von den Fundamentalisten so hochgelobten Apartheid der Geschlechter herrührt. 395. Lehrer, männliche Reinigungskräfte der Schule, Hausmeister, Hotelbesitzer und Schüler waren daran beteiligt. 396. Es ging um den jahrelangen sexuellen Missbrauch von Jungen. 397. Lehrer erpressten die Schüler mit schlechten Noten. 398. Eine schlechte Note konnten sie verbessern, indem sie mit dem Lehrer oder anderen Männern in kleinen Hotels in der Nähe der Schule Geschlechtsverkehr hatten. 399. Weil die Besitzer der kleinen Hotels keinen Ärger mit der Polizei wollten, weigerten sie sich, Mädchen zu den Kunden zu schicken. 400. Die Lehrer ließen die Jungen von den Hausmeistern der Schule zu den Hotels bringen. 401. Wenn sie zurückkamen, wurde ihre Note nach oben korrigiert und der Lehrer teilte den Gewinn aus der Prost mit dem Hotelbesitzer. 402. Manchmal kam der Kunde in die Schule. 403. Dann holte der Hausmeister einen Jungen aus dem Unterricht, brachte das Paar auf den Dachboden und stand Schmiere. 404. Der Skandal kam ans Licht, als einem Lokalberichterstatter auffiel, dass sich sein kleiner Neffe merkwürdig benahm und Angst hatte, in die Schule zu gehen. 405. Er ging der Sache nach und publizierte die Geschichte in einer Zeitung in Peshawar. 406. Der Bericht wurde sofort in der landesweiten Presse nachgedruckt. 407. Obwohl es in allen pakistanischen Zeitungen und Zeitschriften zu lesen war und in allen Fernsehsendern ausgestrahlt wurde, die Sache wurde wie immer unter den Teppich gekehrt. 408. Genau wie bei sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen oder Missbrauch von Mädchen müssen vier Männer, Muslime von untadeligem Ruf, zusammengetrommelt werden können, die Augenzeugen des sexuellen Verkehrs der Männer mit den Jungen waren. 409. Ein Mitglied der Kommission für Gesundheitswesen sagt im Parlament, Missbrauch von Jungen komme auf so gut wie allen Grund- und höheren Schulen in Peshawar vor. 410. Der Bildungsminister erklärte später, er könne nicht mehr tun, als einige der Lehrer, die am Missbrauch der Jungen beteiligt waren, an eine andere Schule zu versetzen. 411. Dem Direktor von Save the Children zufolge läuft die Sache folgendermaßen ab. In den Hotels liegen Alben mit Schulfotos der Jungen, aus denen die Kunden auswählen können. 412. Dann wird ein Botenjunge zur Schule geschickt und der Lehrer holt den Jungen aus dem Unterricht. 413. Dies geschieht häufig tagsüber und wenn ein Junge später am Tag noch gebraucht wird, sagt man den Eltern, er habe nachsitzen müssen oder sei beim Cricket-Training gewesen. Ältere Jungen versuchen, die jüngeren Knaben mit Vergewaltigungen zu dominieren und zu erpressen. 414. Später führen die Älteren die Kleineren bei den Lehrern und den Hotels ein und zeigen ihnen, wie sie sich lieb Kind machen oder ihre Note verbessern können. 415. Südlich von Peshawar liegt ein Gebiet, wo es ein Brauch der reichen Grundbesitzer ist, sich Jungen als Mätressen zu halten.
416, 417. Auch wenn die Grundbesitzer verheiratet sind und Kinder haben, gehören die Jungen als eine Art sexueller Page zu ihrer Encourage. 418. Sie bekommen schöne Kleider, werden mit Blumenkränzen behängt und dürfen immer ganz in der Nähe ihres Herrn sitzen. 419. Manchmal erhalten sie Geld, manchmal wird ihnen ein teures Geschenk zugeschoben und für die Familie des Knaben wird gut gesorgt. 420. Diese bekommt Mehl, Zucker, Tee und in manchen Fällen wird das Schulgeld für einen jüngeren Bruder bezahlt. 421. Und wenn der kleine Freund zu alt geworden ist, nicht mehr hübsch und frisch, dann wird er nicht auf die Straße gesetzt, sondern sein restliches Leben von seinem früheren Herrn unterhalten, für den er dann allerlei Aufträge erledigen muss. 422. Sexuelle Kontakte zwischen Jungen und Männern und Jungen untereinander. 423. Sind nicht nur eine Gewohnheit, sondern sozial akzeptiert. 424, 425. In den Gebieten der Paschtunen ist es eine Frage des Stolzes und der Macht, der aktive, der männliche Partner in einer homosexuellen Beziehung zu sein. 426. Wie häufig es auch vorkommt, und wie stolz die Männer auf ihre Konkubinen auch sind. Es ist doch sehr schwer, mit ihnen darüber zu reden. 427. Sollte es doch zu Gesprächen kommen, sind Begründungen zu hören wie: Junge Knaben machen einen richtig gehend süchtig. 428. Es ist die einzige Möglichkeit, in der langweiligen, abstumpfenden Gesellschaft, in der wir leben müssen, noch ein bisschen Spaß zu haben. 429. Oder der einzige Sex, den man noch wirklich genießen kann, ist Sex mit Jungs. 430. 431. Alle sind sich darüber einig, dass Geschlechtsverkehr mit Jungen sicher sei. Die werden nicht schwanger und man bekommt keinen Ärger mit der Familie, weil man sie angefasst hat. 432, 433. Von Mädchen sollte man besser die Finger lassen. 434. Pädophilie, Knabenbrust, Knabenkonkubinat, Homosexualität. Verboten im Islam, natürlich, wie es in allen Offenbarungsreligionen verboten ist. 435. Aber er kommt doch vor, der Geschlechtsverkehr mit Jungen, und zwar in großem Maßstab. 436. Gerade durch die Apartheid der Geschlechter, durch den Ehrbegriff der Männer, der an die Jungfräulichkeit und Sittsamkeit ihrer Frauen gebunden ist und durch den Konkurrenzkampf zwischen Männern und Jungen darum, wer die meisten Erektionen pro Tag hat und am häufigsten einen Orgasmus hat, denken Männer und Jungen den ganzen Tag an Sex. 437. Sex ist die nationale Zwangsvorstellung. 438. Der einzige Sex, an den man problemlos herankommt, ist derjenige mit Jungen. 439. Sex ohne Risiken, so denken Männer in Pakistan. 440. Kein Getue mit Jungfernhäutchen, keine unerwünschten Schwangerschaften, keine Familienehre, die verletzt wird und wegen der gekämpft werden muss, kein Karokari, kein Theater wegen Vergewaltigungen. 441. Die Vorteile von Sex mit
Knaben in einer Gesellschaft der Apartheid der Geschlechter lassen sich gar nicht alle aufzählen. So viele sind es. 442. Kondome werden nicht benutzt. 443. Syphilis und AIDS verbreiten sich in rasendem Tempo. 444. Aber auch in einer Welt der Apartheid der Geschlechter. 445. Wo Geschlechtsverkehr mit Jungen. 446. Normal ist. Vergewaltigungen von Jungen in großem Maßstab in Gefängnissen. 447. Stattfinden, wo nicht einmal 10 Jahre alte Jungen zusammen mit erwachsenen Verbrechern in Baracken eingesperrt. 448 werden die unverbesserlichsten Knabenvergewaltiger Polizisten. 449 sind und der Ehrbegriff der Männer, der an die Jungfräulichkeit und Sittsamkeit ihrer Frauen gebunden ist. 450 gibt es Viertel wie das exotische Shahi Mohalla in der Altstadt von Lahore, die genau wie das Amsterdamer Rotlichtviertel de Wallen mit weiblichen Prostituierten und deren Zuhältern voll sind. 451, 452. Der Beruf des Freudenmädchens wird von der Mutter auf die Tochter vererbt. 453. In der muslimischen Welt gab es aber noch mehr, wie zum Beispiel diese Zustände, wenn Sunniten Schiiten in die Luft jagten oder Schiiten Sunniten angriffen. 454, 455. Hinter dem Bombardieren von Moscheen und den Angriffen der Selbstmordterroristen auf Mitglieder einer anderen muslimischen Gruppierung steckten, so der Minister, ausländische Elemente. Denn Muslime ermorden sich nicht gegenseitig. Sie verüben keine terroristischen Anschläge aufeinander. 456. Die Anzahl der Opfer des Sektierertums während der Amtszeit des Ministers ist höher als je zuvor. 457. Die islamistische Geistlichkeit hat er über die Sittengesetze Pakistans gestellt. 458. Im Grunde hat er gesagt, macht mit euren Schülern, wozu ihr Lust habt, wenn ihr nur dafür sorgt, dass nichts davon nach außen dringt. 459. Doch sogar der Sohn Zia-ul-Haqs kann die Sikh-Skandale in den Madrasas nicht aus den Zeitungen heraushalten. 460. Im Juni 2004 kam ein 5-jähriger Junge namens Talha nach dem Koranunterricht nicht nach Hause. 461. Das Ganze geschah in Lahore. 462. Seine Mutter machte sich auf die Suche und kam in die Moschee, wo das Kind angefangen hatte, den Koran auswendig zu lernen. 463. In einer dunklen Ecke des Gebäudes fand sie Talha, blutend und bewusstlos. 464. Sie wollte bei der Polizei Anzeige erstatten, aber die Geistlichen der Moschee sagten, sie solle es sein lassen. Sie seien von der Al-Qaida und diese wisse gut, was man mit Lügnern wie Talhas Mutter zu tun hätte. 465. Die Mutter, eine Witwe, erstattete keine Anzeige. 466. Ähnlich unter Druck gesetzt werden auch schon kleine Kinder. 467. Sanam, ein 9-jähriges Mädchen aus einem Dorf in der Nähe von Sukkur, musste an einem Tag im Februar 2004 nachsitzen. 468.
Der Madrasa-Lehrer sagte, dass sie mit ihm in sein Haus gehen müsse. 469. Sie sei seine Frau, sagte er. 470. Das Mädchen flüchtete zu ihren Eltern. Der Koranlehrer hinter ihr her. 471. Aber die Geschichte stellte sich als wahr heraus. 472. Der Geistliche hatte Sanams Vater, der ein bettelarmer Mann war und weder lesen noch schreiben konnte, am Tag davor ein Papier unterzeichnen lassen. 473. Es sei ein Brief mit einer Bitte um Almosen. 474. Der Vater unterschrieb. 475. Aber damit hatte er seine kleine Tochter an den Mann verheiratet, denn es handelte sich um einen Ehevertrag. 476. Der Vater wollte seine Tochter bei sich behalten, aber es war nichts mehr zu machen. 477. Am selben Abend noch rief der Geistliche einen Rat der Dorfältesten zusammen, welcher ihm Recht gab. Sanam hatte bereits ihre Periode und war deshalb im heiratsfähigen Alter. 478. Und der Ehevertrag war von ihrem Vater unterschrieben worden. Also war alles den Regeln entsprechend abgelaufen. 479. Im September 2002 schnitt ein Koranlehrer einem seiner Schüler die Zunge ab. 480. Der Junge war 18 Jahre alt und jahrelang von seinem Lehrer missbraucht worden. 481. Irgendwann wurde es ihm zu viel und er weigerte sich, noch länger sexuell zur Verfügung zu stehen. 482. Sein Koranlehrer wurde daraufhin so wütend, dass er ihn überwältigte und ihm mit einem Messer die Zunge abschnitt. 483. Ähnliche Fälle wie die letztgenannten Ereignisse scheint es in der muslimischen Welt sehr viele zu geben. 484. Die übliche Strafe, die Kinder in Madrasas bekommen, wenn sie ihre Lektionen nicht gut lernen, vor Müdigkeit einnicken oder sonst in den Augen des Lehrers irgendwas falsch machen, besteht in Stockschlägen oder stundenlangem Sitzen in der Hocke mit hinter den Knien verschränkten Händen. 485. Was in Pakistan ebenfalls jeder weiß, worüber aber nur selten geschrieben wird, ist, dass die kleinen Jungen, die in den fröhlich bemalten pakistanischen Lastwagen mitfahren, de facto die Konkubinen der Fahrer sind. 486. Die Jungen sind dazu da, beim Ausladen zu helfen, den Lastwagen sauber zu machen, Tee und Essen für die Fahrer zu holen und den Beruf des Lastwagenfahrers zu erlernen. 487. Aber wozu sie vor allem dienen, ist Sex. 488. Auch dieser Knabensex ist eine Folge der sexuellen Apartheid, der Burda. 489. Die Fahrer sind monatelang von ihren Familien und von ihren Ehefrauen getrennt und müssen trotzdem sexuell zum Zug kommen. 490. Sie gehen lieber nicht zu den Huren, da diese Geld kosten und Geschlechtskrankheiten verbreiten. 491. Die kleinen Jungen sind gratis. 492. Sie kosten nicht mehr als ein bisschen Tee und Brot und bekommen überdies eine Ausbildung zum Lastwagenfahrer. 493.
Alle Tracker in Pakistan haben auf diese Weise angefangen. 494. Währenddessen protestieren sogar muslimische Frauen gegen Frauen, die Hudud-Gesetze abschaffen wollen. 495, 496. Die Hudud-Gesetze stellen die Regeln Allahs dar. 497. Und würden die Ehre und Würde der Frau. 498. In dieser Gesellschaft schützen. 499. Die Hudud-Gesetze kommen von Allah und wir Menschen dürfen sie nicht verändern. 500. Sie stärken die Familienbande und die Familie ist der Grundpfeiler der Gesellschaft. 501. Die Hudud-Gesetze sind die einzige Garantie, dass zwischen Männern und Frauen kein gesellschaftlicher Verkehr stattfinden kann. 502. Das behauptet Dr. Samia Rahil Hussain und fährt fort. 503. Wir weisen die Männer und Frauen, die Hudud-Gesetze abschaffen wollen, darauf hin, dass Pakistan das Land der Muslime ist und wir die Anhänger des heiligen Propheten sind und wir jeden, der es wagt, die Gesetze Allahs zu verändern, eine Lektion erteilen werden. 504. Ein zusätzliches Unterhaltungselement, mit dem sich nach diesem Beitrag der Kopf vielleicht wieder frei bekommen lässt, an dem hoffentlich niemand etwas auszusetzen hat, außer vielleicht ein paar Veganer, befindet sich im Anhang Musikproduktionen unter Punkt 6. Butterbrotstulle. Dazu zählen die Unterpunkte 6.1 Carsten Todd, Butterbrotstulle, Dollheads, Ivan Shaw und 6.2 Carsten Todd, Butterbrotstulle, Turbo Tornado, Admiral Bob. Anhang Musikproduktionen. Punkt 6. Butterbrotstulle. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 6.1 Carsten Todd, Butterbrotstulle, Dollheads, Ivan Shaw. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel Dollheads. Ist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle. Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle, du bist das, was ich jetzt hole. Du bist so frisch und elegant, ich nehme dich so gerne in die Hand. Du bist im Moment alles für mich, was wäre ich nur ohne dich? Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle.
Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du machst mich satt mit deiner Liebe. Du bist alles, befriedigst meine Triebe. Du bist das einzig Wahre für mich. Du bist meine Butterbrotstulle. Ich liebe dich. Du bist die Butterbrotstulle. Du bist mir nicht ganz Schnulle. Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle. Gibst mir mehr, als mir jeder andere geben kann. Ich will nur noch bei dir sein und denke, oh Mann, du bist alles, was für mich noch zählt. Meine Zukunft wird nur durch dich erlebt. Butterbrotstulle, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butter, Butter, Butterbrotstulle, du bist das, was ich jetzt wolle. Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Ich vergesse nie, wie zärtlich du zu mir bist, wie geschmackvoll du deiner Seele bist. Ich liebe dich so. Ich könnte dich fast fressen. Biss für Biss. Ich werde dich nie vergessen. Du bist die Butterbrotstulle. Du bist mir nicht ganz Schnulle. Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich.
Ereignisse fühle ich mich in meiner künstlerischen Freiheit zu sehr beschnitten. Da mir diese überaus wichtig ist, reagierte ich nun entsprechend, um wieder mehr Freiheit zu gewinnen und startete mein eigenes kleines Webradio. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Ab sofort zählt das Radio Höre hoch dat Titel mit der Abkürzung HOT zum aufsteigenden HOT Entertainment. Wer sich mit meinen Arbeiten noch näher auseinandersetzen möchte, kann dies gerne dort tun. Derzeit ist der Sender noch klein und benötigt einige weitere Betreuung. Doch ich bin überzeugt, dass hier in schnellstmöglicher Zeit etwas Gutes entstehen und wachsen kann. Material habe ich genug da, sowohl selbst produziert wie auch von anderen. Wer mit diesem zusätzlichen Angebot ein Problem haben sollte, kann mir gerne mal den Buckel runterrutschen. Dann sage ich, verdammt, den chinesischen Bock runter. Es wäre noch vieles zu sagen, aber... Dann fahren alle mal den Chat! Wunderbar, wunderbar. Dann fahren alle mal den Chat! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit... Ich verkleide mich als Küken. Ein vollständig, selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich für den musikalischen Hintergrund Reflections in the Rain von Maynard Chunky bearbeitete. Darauf folgt Pokémon Sportskanone, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung A Violin Song von Lancefield bearbeitete. Anschließend spiele ich Only a Fuck, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich Dream Synth von Sex Planet. Danach lasse ich hören Frauen nerven, ich spiele Pokémon, ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Hinterlegung einer von mir selbst bearbeiteten Version von Hidden Blues von Pix. Und last but not least, Kein Schutz für Kinder, ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Hinterlegung einer von mir bearbeiteten Version von Turbo Tornado. Von Admiral Bob. Viel Spaß!
Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und bresche ein in diese Welt. Ich werde mich nicht bücken, wo nur das Geld noch zählt. Ihr könnt mich nicht zerdrücken, nennt mich lieber Held. Niemand wird mich unterdrücken, lieber stehen, bevor man fällt. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und kämpfe gegen Grausamkeit. Ich verkleide mich als Küken für den Kampf gegen Schlechtigkeit. Ich verkleide mich als Küken, ihr seht, wohin ihr geht. Ich verkleide mich als Küken, der Richter bald vor euch steht. Ich verkleide mich. Ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und kämpfe gegen jedes Leid. Ich verkleide mich als Küken gegen Ärger, Mord und Neid. Ich verkleide mich als Küken, das wird neue Zeichen setzen. Ich verkleide mich als Küken, um das Böse aus der Welt zu hetzen. Ich verkleide mich. Ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Aber bitte nehmt dieses Lied nicht ganz so ernst. Es ist Kunst, die Wahrheit liegt nicht voll im Kern. Natürlich gehe ich nicht nackt auf Verbrecherjagd, doch ich nutze die Medien gern zur Bekämpfung dieser Tat. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Thank you.
Pokémon Sportkanone besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Jeder Schritt ist revolutionär und bleibt total legendär. Mehr Zeit als in jedem Fitnessstudio verbringt man mitten im Straßendeko. LKWs hupen nur aus Spaß. Die Feuerwehr macht mich nicht nass. Heute Abend geht noch was. Die Polizei mischt doch mit Wissenschaft. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Ich verliere hier viele Pfunde, 300 Kilokalorien in der Stunde. Jede Woche ist ein Kilo weg. Dann ist Winter, ist auch kein Step. Im Frühling dann der nächste Hype. Die Bikini-Figur ist nicht mehr weit. Nur noch 1000 Pokémon sammeln, dann sieht man mich im Wasser sammeln. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistole. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Ziel. Jedes Jahr der gleiche Spaß. Pokémon, ich gebe Gas. Bald wird mir die Welt gehören. Ich werde jedes Turnier stören. Diese Welt gefällt mir sehr. Daher bleibe ich für immer hier. Doch eines Tages ist der Akku leer. Dann bin ich weg. Es geht nicht mehr. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Only a fuck, only a fuck, I was, only a fuck, I fuck you, you fuck me, I was only a fuck for you, we are only a fuck, and I don't love you too, only a fuck, I was, you was only a fuck. We all see us anywhere, or are friends since many years. I don't know it, I am maybe alcoholic, but I know we are only a fuck. Only a fuck, only a fuck. I was, only a fuck. I fuck you, you fuck me. I was only a fuck for you, we are only a fuck, and I don't love you too, only a fuck, I was, you was, only a fuck. I won't fuck you every time, but you are not constantly mine, and you cry loudly in the air. I won't fuck you everywhere.
Only a fuck, only a fuck. I was, only a fuck. I fuck you, you fuck me. I was only a fuck for you. We are only a fuck. And I don't love you too. Only a fuck, only a fuck. I was, you was only a fuck. I won't fuck you every time, but you're not constantly my. And you cry loudly in the air. I won't fuck you everywhere. Only a fuck, only a fuck. I was only a fuck. I fuck you, you fuck me. I was only a fuck for you. We are only a fuck. And I don't love you too. Only a fuck, only a fuck. I was, you was only a fuck. Spiel Pokémon. Frauen nerven, da braucht die schon. Immer wieder nur diese Kratze. Man bekommt doch einander Katze. Meine Eier kann ich besser werden und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, da braucht die schon. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Immer nur solches Gezeter und das auch noch bei jedem Wetter. Das geht doch auf die Treter. Wer will das? Ich werd Hater. Keine Frau in meinem Leben. Und jetzt macht die Erdenbeben. Eine Zeitvertreib finde ich schon. Frauen nerven mich wie Pokémon. Frauen nerven mich wie Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Kratze. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wärmen und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Was will man denn davon erwarten? Sie meckern, ich will starten. Ich kenne Besseres als Geschrei. Dabei sind sie mir nicht einerlei. Doch schimpfen, meckern, schreien, das muss auch mal vorbei sein. Ich mach die Welt, wie es mir bekommt. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Kratze. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wehren und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, da braucht die schon. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Alle über einen Kamm zu scheren, keine von ihnen zu begehren. Das wäre voll total daneben, doch Schattenseiten gibt es eben. Diese zu überstehen, kostet manchmal Kraft, die nicht jedermann so genügend hat. Damit sag ich, der Wandel hat begonnen. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Quatsche. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wärmen und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, da braucht die schon. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Kein Schutz für Kinder, nicht weiß, hab ich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, kommt in der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er trifft das kleine Herz für mich.
kein Schutz für Kinder. Jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt, werden sie sehr munter. Raben mit der will man nicht, doch nicht geht in eigene Erfahrungsbild. Lasst Kinder kleine Fehler machen, über die sich geht ja selber lachen. Eingesperrt in Stacheldraht, überempfindlich an Übereifer naht. Ohne Angst, ein Kind gerne einen Fehler wagt. Reines Gewissen, misst an seinem Herzen nach. Sie brauchen Schutz, doch nicht zu viel, sonst ist der Spaß sehr schnell verfehlt. Werte, Normen, bringt ihnen bei, doch lasst sie in Herz und Kopf noch frei. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie sehr munter. Kein Schutz für Kinder, nicht besser zu sagen. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er trifft das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie sehr munter. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt, sie wissen selbst, was zu ihrem Glück noch fehlt. Machen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Kein Mensch so gern etwas verdreht. Reines Herz, Gewissen, Seele, freiem Geist. Merken sie schnell, wie man den Laden schmeißt. Zeigen Erwachsenen gern Fehler auf. Dieses Tun ist schnell verbaut. Schützt sie nicht vor kleinen Fehlern. Helft ihnen auf ihren Rädern. Selbstbewusst, Fuß vor Fuß. Wissen sie schnell selbst, wie man gut tut. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie sehr munter. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herz in mich. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie sehr munter. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herz in mich. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen spricht. Es ist Zeit, wir müssen reden. Das Sendungs- und YouTube-Format Hottentot neigt sich dem Ende, zumindest dem vorläufig angekündigten. Denn das Unterhaltungsformat, das bewusst die Gemüter spaltet und von großer Begeisterung bis tiefen Hass alle Stimmungsschwankungen und Meinungen hervorruft, naht sich seiner 100. Sendung.
Bisher wurde viel erreicht und viel gekämpft. Neben einigen furchtbaren Werken, die wohl am ehesten Mut beweisen, sie überhaupt zu senden, waren auch viele großartige Werke dabei. Und die Entwicklungskurve zeigt wohl steil nach oben. Ende letzten Jahres entsprang mit dem Überdach Hot Entertainment sogar eine ganze Organisation daraus, die unter anderem sogar einen eigenen Radiosender bietet. Die großen Kämpfe, die ausgetragen wurden, erstreckten sich bisher vorrangig auf den Kampf gegen sexuelle Gewalt, Unterdrückung, Vorurteile und Hass und vieles weitere, sowie gegen Tierschändung und Massentierhaltung, für die Freiheit der Kinder und gegen politischen Wünsches. Für die Zukunft würden noch viele Umsetzungen ausstehen. Wichtige Kämpfe sollten weitergeführt werden. Künstlerisch ist immer noch vieles umzusetzen. Neue Nebenshows könnten etabliert werden und das Sammelsurium der aktuellen Werke ist mittlerweile riesig. Was mich für mein eigenes künstlerisches Schaffen derzeit besonders interessiert, sind moderne Auseinandersetzungen mit älteren Werken wie Der Prozess von Franz Kafka, das Schreiben und Produzieren großer Balladen und das Entdecken und Erfinden neuer Entwicklungsmöglichkeiten der unterhaltsamen Gestaltung journalistischer und literarischer Texte. Daneben gilt es, auch kleine Aufgaben anzugehen, wie die audiovisuelle Gestaltung kleinerer Texte meiner derzeitigen Hauptwebsite. Dieses werde ich sicher auch ohne das Format mit dem Schlachtruf Hottentot, Hottentot, Hottentot angehen. Ebenfalls werde ich vieles weitere auch ohne dieses Format Hottentot angehen, umsetzen und produzieren. Für besondere Inspiration sorgen wir bei derzeit vor allem Veranstaltungen wie Lesebühnen und Poesie-Slams. Die Werke aus Hottentot werden sicher nicht verschwinden und viele weitere werden folgen. Die Garantie dafür ist, selbst wenn alle Stricke reißen, dass dieses unterhaltsame, journalistische, musikalische, komödiantische Format niemals einen echten roten Faden besaß, außer vielleicht mich selbst und das möglichst ohne Zensur. Dieses Hintergrundwissen sollte zu einigen wichtigen Rückschlüssen und Schlussfolgerungen verleiten. Im Grunde kann es zu meinen Lebzeiten eigentlich gar kein echtes Ende geben. Leider kann es aber eigentlich auch von niemand anderem in der Form natürlich und echt weitergeführt werden. Und jeder Angriff auf dieses Format, das mich als einzigen roten Faden besitzt und eigentlich nur ein Sammelsurium meiner eigenen Werke ist, ließe sich im Grunde als persönlicher Angriff auf mich selbst verstehen. Das alles ändert aber nichts daran, dass ursprünglich davon ausgegangen wurde, 100 Sendungen zu produzieren. Diese 100. Sendung wird nun bald produziert sein. Daher stellen sich trotz allem einige wichtige Fragen, zumindest zu diesem eigenständigen Format. Wie soll es nach der 100. Sendung weitergehen? Kann und wird es überhaupt weitergehen? Was sagt die Polizei dazu? Wie stehen Professoren, Dozenten, Studenten und Fans zu dieser Frage, zu diesem einzigartigen, außergewöhnlichen Format?
Wie bewerten Präsidenten die aktuelle Sachlage? Darüber und über vieles weitere soll offiziell in der 100. Sendung Hottentot berichtet werden. Ich erwarte große Anteilnahme und empfehle bis dahin am Pranner einfach easy ablachen. Ich wünsche, wie gewohnt, nach wie vor viel Spaß. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit... Das ist Cäsar, unser Cäsar. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für den musikalischen Hintergrund dieser Version bearbeitete ich Sudden Goodbye von Alex Berosa. Darauf folgt... Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ein musikalisches Werk, bei dem ich mich insbesondere auf die Zitate des Herrn Raab bezog, zur musikalischen Unterstreichung einer von mir bearbeiteten Version von First Place. Das Original präsentierte My Free Mickey. Anschließend spiele ich eine Welt voller Küken. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Unterstreichung bearbeitete ich wie Silently Serve the Gentle Sun feat. Blue Wave Theory von Ivan Shaw. Danach lasse ich hören: Hast du nicht ein Lied für mich? Ein musikalisches Werk, für das ich neben weiteren vor allem die Zitate des Stefan Raab nutzte und für die Musik im Hintergrund Two-Man Blues von Stefan Kartenberg bearbeitete. Und last but not least, die Schornsteine stehen nicht still. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Two Swords von Ghost bearbeitete. Viel Spaß! Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Auf jedem Marsch sind wir dabei. Dieser Mann ist uns nicht einerlei. Er hat immer eine Idee zum Schlafen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn.
Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar wird zwar Gallien, doch Nikomedes wird zwar Cäsar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Böhmermann ruft es von allen Dächern, Sechsorkien mit vollen Dächern, Fellatio mit 1000 Schafen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Er legt gerne mal Hand an sich und steckt auch in den Bienenstich. Er nutzt Elefanten, Pferde, Hühner, Ziegen, Wildschweine und Affen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Cäsar, Julius, Julius, Julius Cäsar, Julius, Julius, Julius Cäsar, Julius, Julius, Julius Cäsar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Er liebt sich selbst und Sizilien, Ägypten, Rom und Gallien. Alle haben viel zu gaffen, doch Frauen
machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau. Julius Cäsar weiß, was ein Mann braucht. Julius Cäsar hat uns alle lieb. Julius Cäsar führt uns so zum Sieg. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Wir teilen jeden Triumph und haben viel zu lachen. Oft sieht man ihn im Flachen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar, das ist unser Held. Cäsar, weiß, was einem Mann gefällt. Cäsar, schön ist es nur mit ihm. Cäsar, wir sind gern ein Teil von ihm. Cäsar, ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Unter seiner Rüstung brennt und juckt es oft. Doch er weiß, wie er sich helfen muss. Er sucht die Liebe bei Giraffen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Cäsar blitzt von Gallien, der Nikomedes blitzt von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien, find das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett.
Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach wird er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. In jedem Busch liegt sein Versteck. In Sümpfen, Ruinen, Morast und Dreck. Bei Pinguinen will er selber gaffen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius, Julius, Julius Caesar. Julius, Julius, Julius Caesar. Julius, Julius, Julius Caesar. Julius, Julius, Julius Caesar. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Caesar! Nikomedes träumt jede Nacht von ihm und steckt auch gerne in ihm drin. Caesar tut ihn gerne gewähren lassen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Caesar, 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 das ist unser Held. Caesar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Caesar, 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 schön ist es nur mit ihm. Caesar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Caesar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar Blitz von Gallien, der Nikomedes Blitz von Caesar. Mit einer Hand Pistazien, finden das beide wunderbar. Caesar! Jeder Mann in Rom und Wien, von Kairo bis Paris, weiß, wie unser Caesar ist. Er tut sich gerne penetrieren lassen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius Caesar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Caesar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach wird er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm.
Julius Caesar. Kleopatra ist seine Göttin, gerne mag sie sein Ding verlocken. Sein Herz ist für die Welt geschaffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar, das ist unser Held. Caesar, weiß, was einem Mann gefällt. Caesar, schön ist es nur mit ihm. Caesar, wir sind gern ein Teil von ihm. Caesar. Ja, wir lieben ihn, und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Caesar! Ihm würde jede Frau verfallen, doch daran findet er wenig Gefallen. Man sieht ihn gerne Eisenhaut naschen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar bits van Gallien, der Nikomedes bits van Caesar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar. Unser Caesar, wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar! Sogar Brutus will ein Stück von ihm, doch das Ganze wird jetzt zu intim. Daher sollten wir das Lied enden lassen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Caesar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Caesar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach wird er uns alle vernaschen.
Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt's, wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und da habe ich mir gedacht, Lieder sagen mehr als 1000 Worte. Ich nur die Wörter, bla 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 bla. Es geht dir bla cha bla 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 im Rücken. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich nur die Wörter, bla 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 bla. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt's, wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Tanzen hier schon den Biene-Maja-Tanz. Das reicht nicht. Nein, einfach nicht sein. Aber im Großen und Ganzen. Tanzen hier schon den Biene-Maja-Tanz. Das reicht nicht. Nein, einfach nicht sein. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Gibt es auch eine wunderbare Sendung? Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Ich bin hier wegen Fußball und nicht wegen Ihrem Schwachsinn. Entschuldigung bitte. Achso, ja, aber machen Sie nichts draus, ne? Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Und die haben das dann gezeigt bei der darauffolgenden Wetten, das Sendung. Ja, war immer so das ist eine Gratwanderung. Das ist eine Gratwanderung. Ja. Und haben gesagt, eine tägliche Sendung. Ja, wir haben niemanden in der Leitung.
Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg, das ist genau das Publikum, ja? Ja, also das ist eine katholische Erziehung. Ja. Das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Das hat aber seine Ordnung. Ich gehe auf Veranstaltungen und schaue mich da einfach mal so ein bisschen um. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Erst an dem Abend lüften, ist aber dann schon aufgedeckt worden von der Zeitung. Ja. Da gab es eine alte Regelung. Es gibt keine private Regelung. Punkt. Ein wenig gute Unterhaltung. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Sexuelle Orientierung. Ein wenig gute Unterhaltung. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Den, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja, und dann ist auch alles in Ordnung. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfache Lösung. Bitte baut sich da eine wunderbare Sendung. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfache Lösung. Ich sehe die Sendung gerne. Sprach- und Sehstörungen. Ganz einfache Lösung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate, Selbstmordattentate, Selbstmordattentate. Ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Sie wissen auch, ob derjenige den ganzen Tag Gras auf roten Seiten hatte. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Die Frage ist, können wir das alles wirklich leisten? Das ist eine der wichtigsten Fragen. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz.
Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Voller Küken möchtest du irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken im kuscheligen Federkleid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, glücklich hüpfend im Vogelsang. Eine Welt voller Küken, mit einem wundervollen Klamm. Eine Welt voller Küken, das ist es, was ich mir erträume. Eine Welt voller Küken, friedlich im Schatten der Bäume. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken, und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken, piepsend hinter ihrer Hühnermama. Eine Welt voller Küken, trappelnd, quasselnd und sinnend, lalala. Eine Welt voller Küken, dann stehen die Maschinen still. Eine Welt voller Küken und niemand ihnen mehr ans Leben will. Eine Welt voller Küken, sie behaupten sich in der großen Welt. Eine Welt voller Küken, sie zählen mehr als schnödes Geld. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen.
Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Ich habe eine Frage, und zwar wollte ich dich fragen... Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch, und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Damit die Trucker mich auch hören. Hast du nicht ein Lied für mich? Ich fühle mich gut. Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, das wundert mich auch. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ich habe dich beobachtet. Und du beobachtest mich. Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage, und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch, und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? So. Ja. Oder verstellst du dich gar nicht falsch? Ja, ich verstell mich ein bisschen. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Jetzt hatte ich mich verhört. Hast du nicht ein Lied für mich? Also, ich möchte mich bei einigen Leuten bedanken, die sehr wichtig für mich und für meine Karriere waren. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ich fühle mich sehr geehrt. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage, und zwar wollte ich dich fragen... Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch, und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Ich will jetzt mal wissen, was die von mir haben, was die alles über mich wissen. Hast du nicht ein Lied für mich? Genau, also dann lassen Sie mich bitte ausreden. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, was grinst du mich an, ne? Hast du nicht ein Lied für mich? Danach kamen Zuschauer und Trainer von Mannschaft B auf den Platz gelaufen, umringten und bedrängten mich. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage, und zwar wollte ich dich fragen... Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch, und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Das hat sich gelohnt. Hast du nicht ein Lied für mich? Und so kann er sich vieles leisten. Hast du nicht ein Lied für mich? So hört sich das an. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Und jetzt fragen Sie sich natürlich. Hast du nicht ein Lied für mich?
Hast nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich hab dich lieb. Ja. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast nicht ein Lied für mich? Also für sich selber. Hast nicht ein Lied für mich? So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Menschen, die überwacht werden, werden unsicher. Sie verlieren ihr Selbstbewusstsein, weil sie sich überwacht fühlen. Hast nicht ein Lied für mich? Er hört sich wunderbar an. Hast nicht ein Lied für mich? Nichts wird sich ändern, solange er am Leben ist. Hast nicht ein Lied für mich? Fettes Arschgesicht. Hast nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich hab dich lieb. Ja. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Steine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Maschinen stehen niemals still, erzeugen Tod, Hass, Schrott und Müll. Es gibt so viel Unheil auf dieser Welt, alles nur für das schnöde Geld. Eingebunden in diese Maschinerie kann sich leider kaum jemand entziehen. Was bleibt, sind nur noch Träume von einer besseren Welt, in der so viel mehr zählen möge, als nur das schnöde Geld. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann sich noch dagegen stellen, in einer Welt, in der viele, viele Dinge fehlen? Unser Herz sollte uns besser leiten. Wir sollten nicht nur Schmerz bereiten, doch wir tun es doch und immerfort. Uns fehlt oft der Mut, hier und dort. Abhängig von einem kranken System, unter dem wir leider alle schon viel zu lange stehen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann in einer solchen Welt noch glücklich sein? In einer Welt voll Kummer, Schmerz und Leid. Für Gerechtigkeit muss endlich vieles enden. Besser ist, mit Herz und Verstand zu lenken. Dieses Erbe möchte die Gesellschaft nicht mehr tragen.
Und eines Tages könnten kommende Generationen fragen, musste das denn wirklich sein? Wir brauchen Alternativen, das muss sein. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen. Sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.